Das Kino Pößneck, wie es nicht mehr viele kennen. 1986 wurde das Zentraltheater in enger Zusammenarbeit mit dem Rat des Kreises, des Rates der Stadt Pößneck und der Bezirksfilmdirektion Gera rekonstruiert. Betriebe und LPG wirkten damals mit, um nach den neuesten Gesichtspunkten alles abzusichern. Begonnen wurde mit der Dachsanierung. Fleißige Hände brachten das Kino wieder in Schwung. Pößnecker und Neustädter Mach-Mit-Kollektive waren dabei, eine moderne Kulturstätte zu schaffen. Die Baubrigade Knötsch machte den Anfang der Arbeiten im Zentraltheater Pößneck, die sich nicht gerade einfach gestalteten. Die erste Besichtigung durch den Chefredakteur des Filmspiegels, Genosse Helmut Lange, war ein Höhepunkt beim Umbau. Die Versorgung der Arbeiter war, wie früher üblich, gesichert. Kleine Gesten zählten, in erster Linie der Zusammenhalt. 132 Hänger mit jeweils 8 Tonnen wurden beladen und abgefahren. Das neue Dach konnte nun fertiggestellt werden. Bauberatungen brachten immer wieder neue Ergebnisse, aber auch neue Probleme mit sich. Das neue Studiokino mit Bar entstand zu diesem Zeitpunkt noch unter schwerer Handarbeit. Im Außenbereich wurden weitere bautechnische Veränderungen durchgeführt. Wie und unter welchen Bedingungen damals gearbeitet wurde, ist heute kaum noch vorstellbar. Eine Wohnung wurde fertiggestellt. Die Mieterin Förster war darüber sehr glücklich, da gute Wohnungen knapp waren. Die Decken wurden saniert und zu diesem Zeitpunkt modernste Lüftungsanlagen eingebaut. Der Bühnenbereich wurde neu aufgebaut, aber der Schutt wurde immer noch nicht weniger. Recycling war schon 1986 angesagt. Somit wurde noch vorhandenes Altmaterial wieder genutzt. Langsam wurde aus einer Baustelle wieder ein Kino. Nach und nach entstanden neue Wände, Decken und Fußböden. Im Foyer war noch einiges zu tun, aber auch das sollte nach und nach wieder ein Gesicht bekommen. Als nächstes kamen Parkett und der Einbau der Stühle im Saal dran. Zu diesem Zeitpunkt wusste man noch nicht, ob der Termin der Eröffnung überhaupt gehalten werden konnte. Zum Schluss wurde fleißig dekoriert, kleinere Mängel ausgebessert und das Kino vollständig gereinigt. Das neue Zentraltheater konnte sich sehen lassen und am 22. Dezember 1988 war es dann soweit. Bürgermeister Reißig übergab den Schlüssel fürs neue Kino. Mit einer großen Feier im Zentraltheater Pößneck wurde die Eröffnung gefeiert. Alle Helfer und die am Bau beteiligt waren, waren stolz auf das Ergebnis.